Der Deutsche Bundestag hat mehrheitlich für die Fortsetzung der Bundeswehreinsätze in Mali gestimmt. Die deutschen Streitkräfte sind in dem westafrikanischen Land sowohl an einer Ausbildungsmission der Europäischen Union als auch an einer Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen beteiligt. Die AfD hatte Anträge gestellt, die Bundeswehr aus beiden Einsätzen zurückzuziehen. Im Rahmen der Ausbildungsmission wurden laut Bundeswehr bislang rund 13.000 malische Soldaten geschult. Das Mandat mit bis zu 450 statt bislang 350 deutschen Kräften ist vorerst bis Ende Mai kommenden Jahres befristet. Für die Beteiligung an der Blauhelm-Mission ist eine Obergrenze von 1.100 Bundeswehrsoldaten vorgesehen, darunter Fernmelder einer Aufklärungskompanie, sowie Kräfte für Sicherung, Versorgung und Sanitätsdienste.